Als der Bushido-Arafat-Prozess vor gut 3,5 Jahren losging, war da richtig Feuer in der Sache. Allein Bushidos tagelange persönliche Aussage vor Gericht erhitzte die Gemüter in den Kommentarspalten, und als dann noch Rapper wie Shindy, K1, Flair, Samra und Co. persönlich vor Gericht auftauchen und aussagen mussten, war die Deutschrap-Soap-Opera wirklich am Siedepunkt. Mittlerweile ist diese heiße Phase des Prozesses allerdings schon länger um, und in den gefühlt letzten 500 Gerichtstagen ist nicht mehr so wirklich viel Spannendes passiert. Nun soll es aber tatsächlich bald soweit sein und der mittlerweile Normalzustand, irgendwo in Berlin gibt es einen Strafprozess rund um einen der größten deutschen Rapper und seinen ehemaligen Manager, soll vorbei sein. Das Urteil im großen Bushido-Arafat-Prozess steht an, und so kommt der Prozess jetzt tatsächlich in seine letzte heiße Phase, in welcher es Abschlussstatements der Staatsanwaltschaft gibt, mit Forderung einer wirklich saftigen Strafe für Arafat, und Abschlussstatements der Verteidiger, welche wiederum das genaue Gegenteil fordern und nochmal ordentlich auf Bushido rumhacken. Aber ganz kurz. Gangster-Rapper brauchen Rücken. Playlist-Rapper brauchen Ghostwriter. Muskeln brauchen Power. Egal wie ihr eure Muskeln mit Power versorgen wollt, bei SEC Plus ist alles am Start. Kreatin Monohydrat Pulver, Kreatin AKG Kapseln, Kreatin HCL Pulver, und mit dem Code RAP10 gibt's alles auch noch mit 10% Rabatt. Sagenhaft. Vor 2 Wochen gab es im Prozess das Abschlussplädoyer der Oberstaatsanwältin Leister, welche sagte, zwischen Bushido und Arafat habe keine Superfreundschaft geherrscht, sondern eine Zwangsehe. Bushido wiederum sei nicht der, den man sich aufgrund seiner öffentlichen Auftritte vorgestellt habe, vielmehr sei Bushido ein redegewandter Durchschnittsbürger. Sie hält dann ganz offensichtlich auch daran fest, dass Bushido in seinen Vorwürfen geglaubt werden müsse, und so forderte sie an diesem Tag 4 Jahre und 4 Monate Haft für Arafat. Vergangenen Freitag dann waren die Verteidiger der Arafat-Seite mit ihren eigenen Abschlussplädoyers dran und forderten zunächst einmal einen kompletten Freispruch. Begründet wird dies damit, dass gesagt wird, die Staatsanwaltschaft stütze ihre Vorwürfe vor allem nur auf die Aussagen von Bushido. Es gehe aber nicht um eine fesselnde Erzählung, sondern um Beweise. Da es diese nicht geben würde, sei Arafat also freizusprechen. Schlussendlich gehe es also nur darum, ob man Bushido glaube bei dem, was er sage, und somit gehe es bei der Urteilsfindung nur darum, wie glaubwürdig denn Bushido eigentlich sei. Laut Stern seien die Verteidiger in ihren Abschlussplädoyers dann auch noch einmal ordentlich auf genau dieser Glaubwürdigkeit von Bushido rumgeritten, und es seien Worte gefallen wie Manipulator, Meister der Selbstinszenierung oder Bushido sei als gnadenlos kalkulierender Mann betitelt worden. Einer der Anwälte soll dann ebenfalls gesagt haben, dass Bushido vor Gericht ein Märchen erzählt habe. Soweit so gut. An diesem Tag, vergangenen Freitag, reduzierte dann die Staatsanwaltschaft auch ihren Strafantrag ein klein wenig, denn da Arafat in der Zwischenzeit einen offenen Betrag einer Geldstrafe bezahlt hatte, wurde aus der Forderung der Staatsanwaltschaft von 4 Jahre und 4 Monate Haft nun 4 Jahre und 3 Monate und 1 Woche Haft. Okay. Die Berliner Morgenpost berichtete in diesem Zeitraum dann auch noch von einer Aussage von Bushido gegenüber der deutschen Presseagentur von vor wenigen Tagen, wo Bushido sagte, ich bin Geschädigter, ich bin als Zeuge aufgetreten und das war's für mich. Außerdem soll Bushido gesagt haben, alles andere liegt in den Händen der Juristerei und deswegen bin ich da total entspannt. Das ist keine Vendetta, die ich da führe. Und ein klein wenig wirkte es so, als würde auch der öffentliche Meinungskampf jetzt zum Schluss noch mal ein bisschen hochkochen. Während dem Prozess gab es, neben rein objektiven Gerichtsartikeln, gefühlt so 2 Meinungslager. Die einen, die Bushido eben supporteten, und die anderen, die da schon noch Zweifel sahen. Der Stern, welchem ja auch diese ominöse Audiodatei zugespielt worden war und welcher darüber als erstes berichtete, stand gefühlt immer mehr auf der Zweifelseite. Und so gibt es nun auch auf stern.de einen Meinungsartikel mit der Überschrift, der Prozess gegen Abu Chaka ist ein Fall von Sippenhaftung. Sippenhaftung, ja. Hier beschreibt der Autor Walter Willenweber dann auch, dass Arafat quasi wegen einer Lappalie seit fast 3,5 Jahren vor Gericht stehe, weil er in einem Streit eine halbvolle Plastikflasche nach dem besten Freund geworfen haben soll. In dem Meinungsartikel wird dann auch die Vorsitzende der Vereinigung Berliner StrafverteidigerInnen zitiert mit den Worten, der Fall wäre niemals vor dem Landgericht angeklagt worden, wenn der Angeklagte nicht Arafat Abu Chaka heißen würde. Für den Autor wäre es gegen jeden anderen Beschuldigten in so einem Fall anders gelaufen, aber Arafat bekomme eine Sonderbehandlung, für welche es nur eine Erklärung gebe, seinen Nachnamen. Und auch die Audiodatei wird ein weiteres Mal erwähnt, und es wird beschrieben, dass aufgrund dieser Audiodatei eigentlich nur 2 Schlüsse zu ziehen seien.
Entweder habe Bushido vor Gericht gelogen oder Arafat habe die Datei irgendwie manipuliert. Für eine Manipulation habe der Audioforensiker des Gerichts allerdings keine Beweise gefunden. Dennoch gäbe es von der Staatsanwaltschaft keine Ermittlungen wegen Fälschung von Beweismitteln gegen Arafat, aber auch keine gegen Bushido wegen irgendwie Falschaussage, Falschverdächtigung oder sowas. Das Urteil im Prozess soll nun geplant am 5. Februar tatsächlich fallen. Ich könnte mir aber vorstellen, dass egal was dort rauskommt, einfach entweder von der Staatsanwaltschaft oder von der Arafat-Seite gegen dieses Urteil vorgegangen wird, sodass das ganze Ding womöglich einfach in einer höheren Gerichtsinstanz weitergehen oder wieder komplett neu aufgerollt werden müsste. Und dann wären wir auch wieder im Normalzustand angekommen. Eure Meinung zu dem ganzen Prozess und was rauskommen könnte gerne in die Kommentare und ansonsten haut da rein. Wer weiß das? Ich habe keine Ahnung. Es ist sehr gut möglich, dass ich nächste Woche durchdrehe.